weitermachen. So, ich benutze zur Aufnahme das PlayStation Remote Tool, weil der definitiv mehr FPS weitergeben kann. Habe es mit Steam verknüpft, deswegen sieht man das auch oben rechts, die FPS-Anzeige. Habt ihr einen Moment? Es ist und wichtig. Ja. Die Capture Card ist jetzt einzig und allein für die Switch zuständig. Hier draußen, mein Herr. Hier entlang. Ja, ich hoffe, euch geht soweit ganz gut. Ihr habt die Dingsbums, die Hitzewelle überstanden. Dies ist mein Laden. Wollt ihr mir etwas verkaufen? Oh nein, mein Herr. Und ja, wir haben Jonas Bruder befreit. Das war interessant. Ah, diese Stelle ist gut. Hier kann keiner lauschen. Und jetzt geht's eigentlich weiter. Wir spielen auf der PlayStation 5, deswegen gibt es auch. Er verhält sich verdächtig. Wird es er schleicht sich abends aus der Stadt. Optisch hübscher, ein bisschen hübscher und auf jeden Fall mehr Bilder die Sekunde, flüssiger. Letzte Nacht folgte ich ihm. Jetzt will ich mal ganz kurz die Küche was zu trinken holen. Und traf dort Banditen. Banditen? Das klingt nicht gut. Ich suche dieses Haus und finde heraus, was sie vorhaben. Danke, Huey. Natürlich, mein Herr. Ja. Ja, gut. Mir geht's gut. Gestern und heute war es nicht, war es meine... Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, mir geht's soweit ganz okay. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Geld im Mediamarkt ausgegeben, als ich gedacht hatte. Es gibt noch ein paar Spiele, die ich mir holen möchte. Und dementsprechend muss ich mal gucken. Folgendermaßen. Was wollte ich? Genau. Es werden jetzt ein paar Spiele kommen. Die werde ich mir gönnen. Die Frage ist halt nur, werde ich die streamen? Ob es hier... Pixelfehler können natürlich passieren. Das liegt jetzt nicht an der PlayStation oder so, sondern am Remote Play. Der hat nämlich folgendes Problem. Der lässt mich keine Einstellungen für Dingsbums machen. Oder ich muss erst die Erweiterung, die HDR-Erweiterung... Tadayori Nagao wäre auf diesen Bogen neidisch. Das euch ist schön. Die benötigten Materialien. Tut mir leid. Alles gut. Und ja, solche Sachen. Aus irgendeinem Grund brauche ich eine HDR-Erweiterung, um irgendwie die PlayStation 5 Einstellung zu bekommen. Ist mir jetzt an sich auch egal. Muss mal gucken, vielleicht gebe ich dann doch den Euro für das Zeug aus. Auf jeden Fall wird jetzt wieder ordentlich eingekauft. Muss ich mich erstmal wieder mit der Steuerung zurechtfinden. Hier gibt es noch einiges. Das habe ich jetzt so weit entdeckt. Untersuche das Haus am Friedhof von Asamo. Ja, das würde ich eigentlich ganz gerne machen. Hier gibt es noch ein paar Sachen. Ja, so langsam kriegen wir die Fähigkeiten hin. Ja, ja, ansonsten... Habe ich den Schutz, den ihr braucht? Damit seid ihr sicher. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Wow. Leute. Also sieht eigentlich ganz gut aus. Ich will aber die Maske nicht tragen. Maskenoptionen. Aktuell nichts ausgerüstet. Frühlingslöwe. Ach so, ja. Ich will eigentlich nicht so einstellen, dass ich den Helm trage, ihn aber unsichtbar mache. Das wäre ganz cool. Leistung, höhere Auflösung, bessere Bildwiederholungsrate. Nur auf PlayStation 4 Pro-Konsole verfügbar. Ja. Ist mir eigentlich wurscht. Wände von Schwarz-Weiß. Ist auch nicht schlecht. Masken in Filmsequenzen anzeigen? Nein. Probieren wir es mal so. Komm, ist jetzt egal. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich will mal gucken, ob ich beim Händler noch irgendwas machen kann. Bogen aussehen, Hüte. Ja, nee, brauche ich jetzt nicht. Obwohl die... Kann ich...
den Helm. Naja. Ich hoffe, es ist soweit noch okay für euch. Ich werde jetzt erstmal, wenn euch das interessiert, könnt ihr es natürlich raushauen. Ich werde jetzt erstmal demnächst ein paar nicht so viele Games kaufen, weil ich mir jetzt erst nochmal ein iPhone 13 Mini holen will. Da muss ich aber warten, bis meine ehemalige Firma mir noch den Resturlaub und die Überstunden auszahlt. Dann müsste das finanziell auch drin sein. Beziehungsweise mehr, weil das Mini kostet ja nicht so viel. Ich glaube, ich habe es letztens gesehen. Kostet aktuell 600. Nagelt mich auf den Preis nicht fest. Aber ich habe ja nicht so große Daumen und ich mag auch nicht so riesig große Handys. Dementsprechend werde ich mir nicht das iPhone Pro oder Pro Max oder so holen. Oder das normale ist mir auch ein bisschen zu groß. Das iPhone 13 passt perfekt. Ansonsten hatte ich eigentlich... Wo habe ich es denn jetzt? Habe ich mir eigentlich hier noch solche Dinger geholt? Hier so Bluetooth-Ohrhörer. Die wollte ich eigentlich auch benutzen. Auch für Streaming. Aber erstens, ich glaube, die haben ein bisschen Probleme nach ab 2 Stunden. Fuchs! Haben Probleme, Dingsbums, nach 1-2 Stunden wird halt die Akkuleistung sehr kritisch. Und dementsprechend, ja, 13 Stunden ist zwar schön, aber meistens ist es nur das Kästchen, die die Dinger selbst aufladen. Dann wollte ich eigentlich einen USB-A auf USB, auf Bluetooth-Adapter holen, also Bluetooth zu USB. Aber das hat jetzt nicht so funktioniert, beziehungsweise die haben einfach keine da. Jo, ich habe mir gestern dann nochmal ein paar DVDs mitgenommen. Jetzt habe ich 5 Pokémon-Filme. auf DVD, nicht auf Blu-ray. An sich ist mir die Auflösung und alles egal. Mir geht es eigentlich vor allem bei Spielen halt eher um FPS. Warte mal, eigentlich müsste ich trotz alledem... das hinkriegen. Weil die Bildwiederholungsrate sollte eigentlich gleich bleiben. Ich habe jetzt die PS5-Version von dem Spiel nicht. Aber die könnte ich mir, das Upgrade würde mich 25 Euro kosten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei den meisten Games ist es halt so, dass ich es halt nicht brauche. Dementsprechend, ja, ist mir jetzt nicht so tragisch. Alles mal am Platz. Ja, das hast du fein gemacht. Das ist ja eigentlich unser Justin. Der mag doch Füchschen. Ja, ist ein lieber Fuchs. Guck mal, der freut sich. So, wir haben jetzt einen neuen Talismanplatz. Ist gar nicht so schlecht. Talisman des Vorteils. Geisterwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Angriffe haben eine 5%ige Chance, doppelten Schaden. Effizienz, Einlege- und Nachladegeschwindigkeit brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich würde eher sagen, Chance von 5% des Gegner, das Pfeile von Gegnern, nee, bei 50% weniger. Ich würde eher gucken, dass mein Bogen verstärkt wird. Entschlossenheitsgewinn ist auch nicht schlecht, würde ich eher nehmen, weil ich aktuell nichts Besseres habe. Ich habe ein Problem mit Fliegen in meinem Zimmer. Ich habe immer nur eine rumstehen. Auch wenn ich sie kille, ist die nächste wieder da. Es ist wirklich immer nur eine. Das ist unglaublich. Ich werde sie halt auch nicht los. Ich wollte eigentlich heute mit dem Foxy ein bisschen Dingsbums Ranch Simulator spielen, aber ja, werden wir später vielleicht mal machen. Also wir werden heute nicht nur Ghost of Tsushima spielen. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt sein soll. Es war aber beim letzten Mal spaßig. Jo, Horizon Forbidden West läuft ja auch. Autsch. Ja, das war nicht so klug. Kann ich denn hier... Okay. Ohne großartig schwimmen zu müssen, weil ich glaube nicht, dass ich in dieser Rüstung großartig schwimmen will. Ja, so. Warte mal, wo ist denn das nächste Ziel? 340, weißt du was? Dann rufen wir unseren Sora.
Ja, habt ihr die letzten Wochen gar nicht gesehen? Nein! Du sollst feuern. Ja, ansonsten privat spiele ich aktuell Phoenix Rising. Ist ganz lustig, macht Spaß. Das Spiel ist ein nettes Adventure. Grafisch jetzt nicht so optimal. Auch wenn ich die, obwohl ich die PS5-Version installiert habe. Aber an sich. Hat alles nichts. Ein Schild wäre ganz cool. Warum habe ich so wenig Pfeile? Das ist, wenn man mal eine Woche oder knapp zwei Wochen Pause macht. Ich habe übrigens angeguckt, Anvisieren funktioniert in dem Spiel nicht. Das ist vom Director halt so vorgesehen. Ja, ich habe auch mit dem Sony-Support telefoniert. Die konnten mir jetzt auch nicht wirklich helfen. Weil die einfach nicht wissen, warum die aktuelle PS Remote Control Dingsbums, warum die es einfach nicht hinkriegt. Warte mal, gehe ich ein bisschen in die Bildschirmaufnahme und zeige euch das mal. Nein, nicht die Konsole in Ruhemodus versetzen. Wenn ich das Remote Play nämlich aktiviere hier von Sony, dann kriege ich aus irgendwelchen Gründen kriege ich keine 1080p hin. So, dann gehe ich jetzt hier in die Einstellung. Seht ja, Graf Wallner, Sascha G ist ja hier, das ist komplett ausgegraut und ich kann nur 720. Warum? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Und naja. Ja. Ja, vielleicht brauche ich erst eine Erweiterung. Es gibt ja für Windows 10 eine HDR-Erweiterung, die man kaufen muss. Damit das überhaupt funktioniert. Kann ich eigentlich den Helm? Der würde ich... Okay, das ist der normale Helm, das ist der veredelte Helm. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich was bringt. Ich sehe halt nicht, ob es irgendwie mir Vorteile oder... Das würde ich echt... das würde ich mir echt wünschen, weil, dass ich halt sehe, bringt es was? Kann ich den Helm absetzen? Bringt er mir was oder nicht? Ich krieg zwar... Ich krieg zwar Bonis, wenn ich die Ausrüstung angezeigt bekomme, aber es bringt mir halt nichts. Sein Nachbar traf hier Banditen. Scheint verlassen zu sein. Ich sehe mich mal um. Alte Verbände. Nicht viel Blut. Leichte Wunden. Der wurde auf jeden Fall verwundet. Das ist klar. So, warte mal. Das müssen wir ein bisschen festmachen. Super. Ich meine, ich habe so viele... Stative hier rumstehen. Das macht es für mich wesentlich. Da sollte ich mich auch mehr entspannt hinsetzen. Aber hier war ich doch schon, meine ich. Jemand hat hier vor kurzem gegessen. Lecker Eier.
Ich rutsch mit meinen Eiern von Hamburg bis nach Bayern. Das wird ein wenig scheuern. Hier muss ich irgendwas untersuchen. Die Frage ist jetzt nur, was? Das ist die große Frage. Muss mal gucken, vielleicht hole ich mir einfach ein fettes Gaming-Headset. Und dann sollte der Käse auch gegessen sein. Dann brauche ich hier nicht mehr so viele Sachen hier rumzustehen haben. Allerdings könnte die Audioqualität dadurch ein bisschen leiden. Bin ich im Dachboden? Das hat mir jetzt was gebracht? Gar nichts. So, was war denn jetzt? Untersuche das Haus. Wird gespeichert. Wunderbar. Aber hier sehe ich jetzt nichts. Das ist sehr ärgerlich. Ah, hier habe ich was vergessen. Okay, hier komme ich so nicht rein. Weirdo! Kann ich aber auch nicht rein oder so, ne? Muss ich raten. Viel Asche. Das Lagerfeuer wurde oft benutzt. Der Händler war zu Recht misstrauisch. Ich muss mich verstecken und auf den Nachbarn des Händlers und seine Banditenfreunde warten. Ja, die nächsten Games, die ich mir bestellen werde, ist Pokémon Karmesin. Bayonetta 2 für die Switch. Final Fantasy Crystal Crisis Core für die Switch. Ich habe mir jetzt Crystal Chronicles gekauft und wartet auf, dass Leute gibt, die Bock haben, das mit mir zu spielen. Mal sehen, wo sie alles hinbringen. Haltet die Augen nach Ärger offen. Und ja, was gibt's denn noch für die Switch? Also Karmesin, Bayonetta 2. Habt ihr das gehört? Pferde. Bayonetta 3. Mongolen, Deckung. Crisis Core, Final Fantasy und sie sind weg. Dann los. Wir hatten Glück. Sie haben den armen Tamon auf der Straße erwischt. Blacktail Requirem, das werde ich mir aber für bestimmt die PS5 holen. Die Mongolen jagen ihn in der ganzen Präfektur. Hoffentlich erledigt er die Bastarde. Ist auch auf unserer Seite, ist doch gut. Ist hier mit Banditen gemeinsam, ist mir eigentlich relativ. Wir sind fast da. Wir müssen so schnell wie möglich von der Straße. Was ist mit Tamon passiert? Die Mongolen haben ihn gepfählt. Auf einem Ameisenhügel. Er hat eine Stunde lang geschrien. Das ist schrecklich. Aua! Also für den Fall, dass ihr nicht wisst, was Pfählen ist. Das ist kurz unter dem Hintern sozusagen, da wo das Steißbein ist, hält man einen Pfahl in den Körper, der dann neben dem Genick rauskommt. So etwas entlang der Wirbelsäule. Es tötet dich nicht. Lieber in einem Grab als auf einem Mongolenschiff. Das klingt nicht nach Dieben. Beeilt euch, hier stimmt was nicht. Es macht nicht so eine starke Wunde, dass du ausblutest oder nur sehr langsam und es bringt dich auch nicht um. So, Inari ist sicher. Das gab es damals im Das reicht. Keine Bewegung. Ja. Verflucht, ich wusste, daraus ist auch die Dracula-Legende entstanden. Vlad der Fehler. Gut, dass ihr es seid. Eine seltsame Reaktion für einen Dieb. Wir sind keine Diebe. Ihr habt die Mongolen aus der Asamo-Bucht vertrieben. Aber was, wenn sie zurückkommen und plündern? Wir verstecken die wichtigsten Dinge aus unserem Schrein. Nur für den Fall. Notaro! Kihai!
Kommt schnell! Ukon, ihr solltet bei den anderen bleiben. Die Mongolen haben das Haus gefunden. Unsere Leute sind gefangen. Sie werden sterben. Wie viele Mongolen? Ich konnte nicht alle zählen. Wer von euch kann kämpfen? Kihei und ich. Ihr kommt mit mir. Ihr beide geht ins Haus und beschützt eure Leute. Womit? Mit allem, was ihr habt. Ich glaub denen, dass sie nicht stehlen wollten. Mongolen! Sie kommen von allen Seiten! Angriff! Und ich habe keine Pfeile, ich Vollidiot. Es kommen mehr. Wir hätten fliehen sollen. Ich hab irgendwo Bomben. Verteidige die Banditen. Sie geben nicht auf. Immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, wer jetzt auf unserer Seite ist, aber ich finde es gut, dass es kein Friendly Fire gibt. Es kommen immer mehr. Doch, scheiße. Wir sind keine Krieger. Ja, ich weiß, ich will aber keine Windkampfhaltung haben. Aber vielleicht sollte ich wirklich einfach mit den verschiedenen Kampfhaltungen. Sind die Hunde reingekommen? Nein, ihr habt sie aufgehalten. Nicht wir. Mal ein bisschen experimentieren. Wer sind diese Leute? Reisende auf der Flucht. Menschen, die ihr Heim verloren haben. Und ihr habt sie beschützt. Wir haben es versucht. Ihr versteckt diese Wertsachen nicht, um sie später zu stehlen? Nein, mein Herr. Wir versuchten nicht, uns zu bereichern. Als wir sahen, was die Mongolen anrichteten, wollten wir nur helfen. Dann helft mir, diese Menschen zur Asamo-Bucht zu bringen. Dort seid ihr alle sicher. Entschuldigung. Ich wollte ein Lied werden, aber ich bin nicht so gut im Singen. Halt! Ich erkenne Banditen, wenn ich welche sehe. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich lass sie da jetzt rein. Oh, Platz hier. Sie gehören zu mir. Diese Leute brauchen Zuflucht. Sogar die Banditen. Mein Herr, man kann ihnen nicht trauen. Sie haben diese Leute verteidigt. Sie helfen euch, die Stadt zu schützen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Öffnet das Tor! Lasst alle hinein! Wie kann ich euch jemals danken, Fürst Sakai? Beschützt Asamo, wie ihr diese Leute beschützt habt. Das werde ich tun. Und zeigt ihnen, wo die Wertsachen vergraben sind, wenn die Mongolen endgültig weg sind. Verlasst euch drauf. Danke für diese Möglichkeit, mich zu beweisen. Finde ich okay. Ja, heute war ich... Ja, ist ja gut, Zora. Heute war ich ein bisschen früh wach und habe eigentlich alles schon gemacht. Wäsche gemacht und war noch beim Friseur, war noch ein bisschen einkaufen. Naja, nur was gegessen, okay. Der Schattensamurai. Maximale Gesundheit erhöht. Aha. Windglocke. Aufmerksamkeit des Gegners auf dich zu lenken. Das sieht mich eigentlich eher weniger.
Technik erlernt. Ich würde gern weitermachen, aber naja, gut, okay. Ich kann nur neu. Vermischt mit Schwarzpulver erzeugt dicken Qualm. So blende ich meine Feinde. Ja. Und genau so gab es diese Rauchbomben. So, wunderbar. Ich finde, die Kuna ist eigentlich soweit okay. Müssen wir nur gucken. Ja, doch, ich habe ordentlich Gesundheit zugelegt. Muss ich nur gucken, ob ich eigentlich genug habe. Vielleicht kann ich... Kennt ihr schon die Legende der Geister? Legenden interessieren mich relativ wenig. Ich will eigentlich weiter gucken, ob ich irgendwas verbessern kann. Was brauche ich denn überhaupt, um meinen Bogen nochmal zu verbessern? Und das wäre in meinen Augen jetzt die nächste Frage gewesen. Laufe ich mal normal? Ich glaube, für die Rüstung brauche ich nicht mehr viel. Da brauche ich nur ein bisschen mehr Vorräte. Nichts schlägt einen perfekten Schuss. Ich brauche alles. Boah. Bambus, Lingustholz. Ja, viel nicht, aber von allem ein bisschen. So, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier ist noch ein unentdeckter Ort. Den würde ich gerne mal angucken. Der Regen macht das Wetter jetzt nicht unbedingt besser, aber ich denke mal, das Wetter bräuchten wir hier auch. Mal für so ein paar Tage, so entspannter Regen. Ah. Ich glaube, hier kann ich... Mist, muss ich nochmal machen. Okay. Kreis, Kreis, L1, L1, 4. Fuck. Entschuldigung. Jetzt. Ach, ist ja nur um die Entschlossenheit zu erhöhen. Ja, das geht, würde ich sagen. Finde ich. Das geht. Ja, ja. Ansonsten hat sich bei mir eigentlich nicht viel getan. Wie gesagt, ich habe mir gestern, ich wollte mir eigentlich einen USB-A auf USB, auf Bluetooth-Adapter für meine neuen Kopfhörer holen, dass ich die auch beim PC mit benutzen kann, weil bei dem warmen Wetter sind so dicke Ohrhörer halt nicht so geil, obwohl ich die eigentlich persönlich mehr bevorzuge, weil die angenehmer zu tragen sind, als irgendwas im Ohr zu haben. Aber ich erkenne durchaus die Daseinsberechtigung der Stöpsel an, weil die einfach viel entspannter sind. Und durch den ganzen Bluetooth-Gedöns kann man natürlich wesentlich mehr machen. Kann ich denn überhaupt zu der Insel reisen? Das wäre die nächste Frage. Ja. Ja, werden wir dann sehen. So, ihr müsst mir sagen, wie ihr das Spiel so findet. Justin hatte sich, glaube ich, ein-, zweimal beschwert, dass es doch recht lang ist. Und da ist dann halt eher die Frage, ja, soll ich es jetzt zu Ende spielen oder nicht? Also als Let's Play, ja, auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall auch weiterspielen. Die Frage ist nur, ob ihr darauf Bock habt. Und wenn euch das jetzt im Stream nur vage gefällt, dann bringt mir das alles natürlich nichts. Die Frage ist jetzt auf der anderen Seite... Wie ist da drüben? Wie gehe ich denn am besten am Ufer entlang? Nee, von da drüben aus dorthin.
Wenn ich da überhaupt hinkomme. Aber ich denke mal, unabhängig von der Rüstung, die 200 Meter, sollte der gute Mann durchaus in der Lage sein zu schwimmen. Hoffe ich zumindest. Ja, ansonsten gibt es in der letzten Zeit ist eigentlich, um nochmal dir zu berichten, Yuna allein, nicht so viel passiert. Den Switch habe ich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr benutzt. Also einfach, war einfach recht viel zu tun und ja. Ja. So ist das halt, ne. Dafür kann man natürlich auch mal was ausgeben. Das ist natürlich die andere Seite. Aber Horizon, ich habe es diese Woche geschafft, Horizon Forbidden West aufzunehmen. Sogar morgens schon. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich doch recht früh wach gewesen bin. Unabhängig vom von dem Zeitpunkt, wann ich morgens raus musste. Dann habe ich, glaube ich, am Montag war ich recht früh wach. Und oder war es Dienstag? Konnte ich sogar 3 Videos von Horizon Forbidden West aufnehmen. Und dann habe ich das Gleiche gemacht. Ja, generell, die ganze Woche hat sich relativ früh langgezogen. Bis auf Freitag, glaube ich, da war ich... Ich war mehr als rechtzeitig wach, aber nicht so früh, dass ich noch hätte die PlayStation anmachen können. Dementsprechend hatte ich einfach nur Mittwoch und Donnerstag, glaube ich, immer ein bisschen was aufgesetzt. Ich glaube, am Donnerstag sogar nur ein Part, aber es ist ein schönes Spiel. Ich weiß nicht, wer von euch auch meinen YouTube-Channel YouTube-Channel verfolgt. Aber da kann man durchaus mal was machen. Ja, schade, dass er Justin keinen Bock auf Splatoon hat. Was ist mit dem denn passiert? Der hat Arakiri gemacht oder die haben sich hier gebettelt. Dämmerungs-Oni. Okay. Das an der Version liegt? Weil eigentlich sieht das ganz gut aus. Ja, ich. Stabilisiert ein Schwarz-Weiß-Filter an? Nein. Kontrast, normal, dramatisch. Ich verstehe das alles nicht. Keine Ahnung, vielleicht muss ich mir mal dieses HDR installieren, um einfach besser... Vielleicht kriege ich ja noch mehr Quali hin. Aber ich finde es halt blöd, dass man für eine Windung, für HDR Windows nochmal extra zahlen muss. Das ist dumm. Nochmal Vorräte, das ist okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo es am weit, wo es weitergeht. Ich würde gerne hier unten. Ich habe hier 7 von 4 befreit. Das ist noch gar nicht so viel. Neue Inhalte verfügbar im Store. Ah, okay, ich nehme an. Wieder DLC. Wer hätte es ahnen können? Die Berührung eines Heilers. Tsushima hat nicht genug Heiler für all die Kranken. Es ist zu gefährlich, sie. Zu den Lagern zu reisen, okay. Gehe ich einfach mal zu dem Legendenerzähler. Ich weiß ja noch gar nicht, was der Legendenmodus bewirkt. Sei vorsichtig, Herr. Dämonen sind überall und sie. Ich finde es schade. Ich weiß nicht, wo der Justin ist. Der hatte mich heute Morgen noch angeschrieben im Discord und meinte, ich könnte heute Mittag streamen. Jetzt habe ich es für ihn gemacht. Und jetzt lese ich nicht ein Stück. Naja, vielleicht ist er. Vielleicht ist er gerade beschäftigt. Ich könnte ihn eigentlich mal WhatsApp anschreiben.
Ja, da rufe ich so. Ich meine, einen halben Kilometer zu Fuß muss ich jetzt auch nicht unbedingt laufen, wenn man ein treues Pferdchen hat. Hier wächst halt überall nur Bambus, ne? Na kommt her, ihr Lümmel. Okay. Ich hab den Himmelschlag wieder drauf. Nur jetzt die Frage, lass ich meine Sora gehen oder nicht? Ich habe mir überlegt, noch ein bisschen, vielleicht nur heute, als ich nochmal im Mediamarkt gewesen bin heute, habe ich mir gedacht, noch ein Bibi und Tina Spiel mitzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob die euch gefallen. Also lustig wären die alle mal. Frage ist halt nur, ob die Bibi und Tina Spiele euch so wirklich gefallen oder nicht. Weil so gut habt ihr die ja auch nicht gefunden. Also zumindest Hexenrennen. Aber das war jetzt auch nicht so tragisch. Die anderen sehen halt auch nicht unbedingt viel besser aus. 34 vor. Oh, das war eine Menge. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe zwar das Grazfenster auf, deswegen habe ich hier viel Licht, aber das nervt mich gerade so ein bisschen. Aber ein bisschen Tageslicht abzukriegen ist jetzt auch nicht verkehrt. Was ist das denn? Ist es eine Mongolensiedlung oder? Bin mir halt nicht ganz sicher, ob hier. Mein Herr, würdet ihr mir bitte helfen? Selbstverständlich, du bist ein Heiler. Was ist los? Ich muss zu einem Lager im Wald. Dort warten Menschen auf mich, die sehr krank sind. Sie brauchen einen Heiler. In der Gegend wimmelt es nur so von Banditen und Mongolen. Ja, ich werde Schutz brauchen. Ich bringe euch hin. Aber diese Krankheit besorgt mich. Ihr könnt sie sicher bekämpfen? Krankheiten kann man nicht bekämpfen. Sie sind etwas, um das man sich kümmern muss. Wenn die Menschen so krank sind, wie ihr sagt, sollten wir los, damit sich die Krankheit nicht ausbreitet. Hab Dank, mein Herr. Oder Knoblauchzehen um den Hals hängen. Die Berührung eines Heilers, das hört sich falsch an. Dann will ich ihm mal folgen. Wie habt ihr die Schlacht von Komoda überlebt? Dank einer Frau, Yuna. Sie rettete mich vom Strand, pflegte mich wieder gesund. Yuna! Klingt nach einer fähigen Heilerin. Ich kenne kaum jemand so Tapferes. Ohne sie wäre ich nicht hier. Meine Mutter tat dasselbe für mich. Als Kind war ich ständig krank und wurde nur dank ihrer Kräuterkunde so stark. Wegen ihr bin ich Heiler geworden. Wartet. Ein ich Herz. Glaube, ich sehe etwas davon. Gutes Auge. Yuna. Bleib zurück. Überlass das mir. Wo versteckt ihr das Essen? Wir haben keinen. Lügner! Bitte tut uns nichts. Oh!
Schickt euren besten Krieger! Ich will sehen, was der mächtige Samurai kann! Vor der Klinge! Stirb! So, weg mit der Sau. Die bringen uns um. Weißt du, es gibt genug Mongolen hier in dem Spiel. Ihr solltet hier nicht alleine reisen. Wir mussten unseren Hof verlassen, mein Herr. Dort sind alle krank. Wie kam es dazu? Geister, unsere Ahnen bestrafen uns. Wir gaben den Mongolen unser ja, Essen, das muss statt nicht uns sein. Zu wehren. Als sie gingen, wurden alle krank. Jetzt ist unser Haus verflucht. Ein Stück weiter liegt ein Gasthaus. Dort seid ihr sicher. Draußen ist es viel zu gefährlich. Geht ins Haus und bleibt dort. Danke. Hoffentlich folgen die Geister uns nicht. So, dann nehmen wir doch gleich mal armes Pferdchen. Naja, das legen wir gleich mal in die Salami. Ihr seid ein rechter Metzger mit dem Schwert. Die Banditen hätten diese Menschen getötet. Das wisst ihr nicht. Ihr hättet mit ihnen reden können. Das wäre sinnlos. Das wisst ihr. Ihr batet um meinen Schutz. Verzeiht mir. Mir obliegt die Heilung des Körpers, nicht seine Zerstörung. Er ist ein guter Heiler. Da er das Pferd nicht retten konnte. Ich glaube auch Transportmittel sind ein wichtiges Gut, was denen hier in dem Krieg gegen die Mongolen durchaus ja, zugute kommt. Hier! Heiler, wie gut, dass ihr hier seid. Romeo, was ist denn? Hier, YouTube, macht's gut.